Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass es gab ein kleines bisschen Hängen. Und ja, wir haben jetzt die Wahrheit über River erfahren. Ja, mit seiner Familie, mit seiner Mutter und seinem Vater. Die wurden eiskalt ermordet von den Wixers. Und ja, wie es weitergeht, Leute, erfahren wir jetzt. Das hingetan. Ist die Pistole wenigstens gut? Doppelt so scheiße wie das andere. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist mein Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Jetzt schon. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Oh, shit. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Okay, was machst du da? Wenn du scheiße bist, dann scheiß doch richtig. Oh Mann, ey, dämliche Katze. Bei den Bewohnern der Antarktis kommen im Durchschnitt auf 100.000 Einwohner lediglich 70. Ich hoffe, ich störe nicht. Der Generator. Denkst du dran? Oh, fuck. Muss das jetzt sein? Ja, jetzt. Danach geht's ins Krankenhaus. Ich will, dass alles fertig ist, wenn Randy nach Hause kommt. Was stimmt nicht mit dem Teil? Keine Ahnung, aber der Strom geht nicht. Und sein Zimmer ist ein Saustall. Den ich aufräumen soll. Ich weiß, wie das klingt. Ausnahmsweise mal? Bitte? Ey, wie? Maiko hat angerufen. Vor Sonnenuntergang. Vor dem Megatower. Kommst du vorbei? Natürlich. Dann sehen wir uns. Okay. Oh, verdammt, ich habe was vergessen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Entschuldigung, Leute, dass ihr erwarten müsstet. Ich habe vergessen, meine eigene Katze zu füttern, ey. Oh Mann. Entschuldigung, Katze. Boah, die Kleine hat eigentlich schön gelernt, ey, wie man frisst.
Tag. Untersuche den Ort aus den Nachrichten. Okay. So. Bereit? Komm schon. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Na, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Weißt du, wie ich an Heromir rankomme? Ich hab den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Heromir, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Okay, gehen wir rein? Sehen wir es durch. Geht gleich nach uns rein. Direkt zum Klaus. Wird auch langsam Zeit. Pass auf, da könnten Leute sein. Und das sind Lokalnachrichten. Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Okay. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen verzeiht. Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Warum wird alles hier denn immer beschissener? Vorsicht, hier haben was gehört. Was? Die Schnauze voll hier. Ich bin Soldat, kein scheiß Handwerker.
ist das Baby. Verschwinde da, sonst sehen sie uns. Netzwerk. Fuck! Dann? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber es wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Okay. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay?
auch ein Wörtchen mitzureden. Der CEO will es persönlich testen. Im Grand Canyon. Weißt du, das war seine Idee? Na klar. Die stecken knietief im Minus. Reiner PR. Ich komm später. Ja, dann kriegt der Musik. Sag doch, ich hab scheiße viel zu tun. Nein, bitte, bitte, warte nicht auf was. Ich will kein scheiß Abendbrot. Alles, was du kochst, schmeckt sowieso nach der Gemälde. Fuck, fuck. Fuck! Lieb dich auch. Scheiße, das darf mich da nicht sehen. Komm, dreh dich um, bitte. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Betroffen! Wo bist du hin, feige Sau? Mann. Kleiner Bastard. Ich schwör's dir. Hat er das bitte schon gesehen? Ich auch. Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Ich hoffe, du würdest mit weniger Getöse auftauchen. Zum Glück stecken sie alle in Virtus. Sonst wärst du schon Geschichte. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Und die ist besonders charmant.
Ich mag sie auch nicht. Komm, wir hauen ab. Ich mag sie auch nicht. Zu eifrig. Du hättest die Wachen abziehen können. Bringen wir es hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Was gucken die? Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Spinnst du? Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Ich wollte Judy helfen und da bin ich. Nur wegen ihr. Aber Klein Judy ist nicht aus demselben Zeug gemacht wie wir. Sie träumt, wenn sie glaubt, man kann in Night City Gerechtigkeit und Frieden ohne Blutvergießen erreichen. Du willst Hiromi ersetzen? Du meinst, du willst Hiromi ersetzen? Mhm. Selbst wenn du dich dafür den Tiger Claws anschließen musst? Scheiße. Wie sonst soll ich das Clouds vor anderen Gangs beschützen? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Zu spät für Zweifel. Tom und Roxy haben ihren Teil erledigt. Eure Puppenrevolution ist in vollem Gange. Entweder wir untermauern sie und gewinnen, oder alles war umsonst. Mach dein Ding. Naja, sie ist keine Parker. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Der lebende Beweis, dass Satos Zeit vorbei ist. Dieser Söldner hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Er hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist er in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug, ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromi Satos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Cloud braucht ein neues Management. Verstehe ich das richtig? Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Dieses Gelaber langweilt mich. Kommen wir endlich zur Sache. Ich werde dich ausficken! Fuck! Zweck. Nee, ich muss die erledigen, Alter. Dieses Gelaber langweilt mich. Kommen wir endlich zur Sache.
Teufel hast du dir gedacht? Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Blöde Kuh. Oh, ein Katana in Gold. Was? Was kann denn passieren? Sie werden Rache nehmen. Du hast das Clouds in eine tickende Zeitbombe verwandelt. Das ist nicht mehr dein Problem. Wolltest du uns alle verarschen? Du wolltest uns alle verarschen, oder? Redest von Befreiung und tust so, als würdest du uns helfen. Und warst doch die ganze Zeit nur auf Hiromis Stelle aus. Bravo. Fehlt nur ein kleines Detail. Ich kann sie immer noch kriegen. Wer soll mich denn aufhalten? Du? Okay, V, verschwinde dort. Der Ausgang ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Geh runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Was ist denn? Hm? Was hast du denn? Fuck, das hätte ich kommen sehen müssen. Sie hatte das von Anfang an geplant. Schon als wir in ihr Büro kamen. Gott, ich bin so blöd. Das Cloud ist frei, nun das zählt. Ach komm, Judy. Du wolltest nur daran glauben, dass die Leute etwas Gutes wollen. Du willst es. Das muss ich nicht mal glauben. Ich weiß es. Danke. Wir sehen uns, wie. Wir sehen uns, Judy. Ich hätte sie eh nicht geglaubt. Okay. Fahrzeuge. Fällen nur noch vier. Psychokiller. Finde alle Tarotkarten. Okay, nur noch einen. Nein, ich wollte nicht da. Hallo. Eigentlich.
Sprich mit Bob. Wie geht's, Jake? Besser. Er braucht noch ein oder zwei Tage, um wieder auf die Beine zu kommen. Freut mich zu hören. Vielen Dank, V. Auch im Namen der ganzen Familie. Danke. So, Waffen verkaufen? Ja? Was gibt's? Ja, da brauche ich nicht. Das ist scheiße. Ach, auch scheiße. Okay, geh mal zu diesen Idioten da. Hey, suchst du nach dem Buch? Sieht ganz so aus. Der Preis ist nicht verhandelbar. Du bezahlst den vollen Betrag bei Übergabe. Klingt deutlich. Einverstanden. Gut. Ich habe dir die Adresse geschickt. Und komm allein.
Ja, wir haben fast erledigt. Ja. Das Grimoire, hast du's? Ja, hab ich. Es ist an einem sicheren Ort. Du willst die Koordinaten? Dann will ich mein Geld sehen. Verdammt, das stinkt 10 Meilen gegen den Wind. Aber okay. Ich glaub dir mal. Wirst es nicht bereuen? Hoffentlich nicht. Sonst bereust du es nämlich. Darauf kannst du Gift nehmen. Hab dir eben die Koordinaten geschickt. Mhm, mal sehen. Okay, mal sehen. Müll aus. Oh, ein Zetatec XPR. Ah, damals der geilste Scheiß. Ja, 10 Jahre später. Fuck. Thank you.
weiter geht's, komm. Upsi, Entschuldigung. Nein, mit nix. Was soll das? Heißt, die dir Feuer in Fallen machen. Genau. Weißt du, langsam. Kannst du mir was beibringen? Wie ist es für Rogue zu arbeiten? Ist okay. Das war's? Nur okay? Wenn du was über Rogue wissen willst, frag sie. Sie wird sich bestimmt freuen. Hey, von einem Netrunner zum anderen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, gern doch. Wenn Rogue dich cool findet, tue ich das auch. Ich kann dir ein paar Tricks aus der Bartmus-Ära verkaufen. Rage Bartmus? Der Bartmus? Du verarschst mich doch. Bevor er verschwunden ist, hat er in den finstersten Ecken des Netz ein paar Procs deponiert. Gute Eisbrecher. Ich habe gehört, er war paranoid. Irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Wer weiß. Aber ich konnte ein paar Bartmoss-Relikte ausgraben. Hier, ich zeig sie dir. Wow. Bereite sich auf den... Nicht mal alle. So, warte. Hast du meine Eddies? Und? Hast du das Grimoire? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag, alles deins. Vielen Dank auch. Nichts zu danken. Das Geld hast du verdient. Ja, wo ist jetzt...
geht es meinem Baby Schnurz immer noch so schön? Ist das eine ernste Frage? Ich bin immer noch total verknallt. Brauche nie wieder einen anderen Wagen. Ehrlich gesagt, ist der Wagen ein Sch... Komm, meine Eddies. Oh, 11.000. Geil. Hey, wie wollte mich nur für Gespräch letztens bedanken? Keine Sorge. Danke. Macht dich das rein nervös? Überhaupt nicht, vielleicht ein bisschen. Nix. Okay Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und das sage ich au revoir. Ciao, bis dann, euer Jingle Cruiser. Tschüss.